Ich heiße Hilde Enting, bin zoologische Präparatorin. Ich bin Anna Frenkel und ich bin zoologische Präparatorin hier im Senckenberg Museum. Es war der Wunsch, eine Zentralinszenierung zu gestalten. Also das heißt, dass man das mitten im Raum Riff stehen würde, was man komplett umgehen kann. Meine Rolle in der technischen Leitung war es dann, ein Grundkonzept zu erstellen. Und das war dann immer in enger Absprache mit unseren Wissenschaftlern. Das, was ein ganz wichtiger Aspekt auch für unsere Riff-Darstellung sein sollte, das ist, dass wir auch eben das Riff-Sterben zeigen und auch die ganzen Probleme thematisieren, auch den Riffschutz. Und dann sind wir eigentlich gleich gestartet mit der Umsetzung von Modellen. Ich arbeite gerade daran, Haarsterne nachzustellen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass sie sehr, sehr fein sind und sehr fragil. Ja, ich habe angefangen, Versuche zu machen, wie man die Arme darstellen kann und bin dann auf eine Methode gekommen, es in Gips reinzukratzen und Formen zu erstellen. Unter anderem habe ich jetzt noch ein anderes Projekt, in dem ich Cup Corals darstelle. Die sind sehr flächendeckend an den Felsen zu finden. Und ja, die Schwierigkeit war jetzt gewesen, die Tentakeln, die oben rauskommen aus dieser Formation, die richtig darzustellen. Frau Enting war ganz schnell dafür, dass auf jeden Fall Weißspitzenriffreihe rein müssen. Und da man keine Modelle von den Tieren bekommt, so war eigentlich klar, okay, die müssen komplett neu gebaut werden. Dieser Aufgabe habe ich mich dann angenommen. Das, was bei dem Prozess fast so ein bisschen wie von selbst lief, ist, dass wenn man viel recherchiert und sich viele Bilder anschaut, dann kommen einem immer wieder Ideen. Mist, eigentlich könnte man das noch irgendwie mit reinkriegen oder so. Und dann irgendwann musste man einfach dann sagen, okay, Schlussstrich, das war's dann jetzt. Nach der Renovierung wurde dann halt eben hier dann angefangen, in der Mitte des Raums dann mit dem Gerüst. Dann darauf quasi, ich sag mal so ein bisschen wie im Schiffsbau, so ein Holzkonstrukt, in das man dann wiederum PU-Schaumplatten mit einarbeiten konnte. Das wurde dann halt eben grob zurechtgeschnitzt. Das, was wirklich ein Brocken war, war tatsächlich die Konstruktion von dem Riffkörper. Letztendlich ist es ja gelungen, aber zwischendurch oder so, da dachte ich, oje, oje, dass mal alles gut geht. Und dann ging es eigentlich daran, sowohl die Oberfläche zu gestalten, als auch dann die größeren Objekte zu setzen. Die Zeit, die schritt auch voran und da war dann die spätere Lösung, dass wir uns einfach in zwei Teams aufteilen. Wir hatten auch noch weitere Helferinnen, Ute Raudonat, Bianca Trautwein und Miriam Furnig. Ein Vorteil ist auch, dass jede von uns eine Nische besetzt hat in dem, was sie gemacht hat, was sie kann. Das Schöne ist wirklich, dass so im Prozess des Baus das so zusammengefunden hat. Also dass jeder mit seinen Vorstellungen sich dann auch wiederfinden konnte. Also ich muss sagen, dass wir wirklich gut funktioniert haben, dass wir wirklich die Stimmung wurde dem Thema so gerecht, kann man sagen. Jetzt, wo die Vitrine drumherum ist, also so, mir gefällt es total gut. Und das ist natürlich super schön, also wenn man ein gutes Gefühl dabei hat. Total beeindruckend. Also es ist jetzt wirklich einfach ein Raum in Raum und hat nochmal, ja, einfach so eine Größe dazu gewonnen. Ich bin selber begeistert. Meine Güte, da, was wir alles gemacht haben, wir haben ja wirklich. Also man kann sich ja gar nicht satt sehen. Nach 3,5 Jahren, dann jetzt ist es fertig. Und irgendwie, ja, nur so Kleinigkeiten, die man dann noch macht. Und irgendwie ist man ja so ein bisschen da reingewachsen in das Ganze. Ich würde den Besuchern raten, sich alles anzugucken und vielleicht tatsächlich dann auch öfter vorbeizuschauen. In die kleinen Vertiefungen zu gucken, in die Höhlen. Und es ist auf jeden Fall viel zu entdecken. Naja, einfach genießen. Ich würde empfehlen zu genießen.